Ciao. Ciao Vicky. Tutto bene? Tutto a posto, sì. Grazie per l'ospitalità. Ecco, benvenuti, sono i preparativi della serata con Nanio D'Amaso nell'ambito del Festival della Castagna. Andiamo a curiosare cosa è già stato fatto fino adesso. Hallo. Nadia, hoi. Was geht? Ja, sehr brav. Ja, danke. Danke, da war alles schon. Rap Finals? Super. Ja. Schön, dass du bist. Danke. Was sehen wir schon auf dem Tisch? Also Kastanien sieht man schon. Ja, also wir sind ja alle Rezepte mit Kastanien. Wo fange ich an? Also das ist, geht nach dem geröstetes Gemüse. Das ist jetzt ziemlich lang mit so ein bisschen mit Olivenöl, Salz, Pfeffer, Gewürz, Thymian. So ein bisschen eingezogen worden. Da haben wir Süßkartoffeln. Das sind eben Kastanien zuerst aufgekocht, dann auch ein bisschen abgeschmeckt. Kommt jetzt alles in den Ofen. Das gibt uns so einen gerösteten Salat. Dann haben wir selber gemacht eine Gewürzmischung. Das ist so ein meine Spezialität. Dann ist ein Quinoa-Salat. Quinoa ist jetzt gerade im Kühlschrank. Und da oben drauf kommt ein Haselnuss-Kastanienkranz. Oh, darf ich? Tönt wirklich alles unheimlich fein. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Ja, ich auch. Sind, ich habe jetzt alle Rezepte zum ersten Mal. Schon, das erste Mal dann. So koche ich halt. Ich bin ja so. Dann machen wir ein bisschen Versuchkaninchen. Genau. So. Das? Also, du hast ein eigenes Buch, habe ich gesehen. Läuft es gut? Ja. Ist jetzt schon fast genau ein Jahr, seit es gekommen ist. Und es ist krass, was alles passiert ist seitdem. Ja, ja, das also, ist immer viel passiert. Du bist immer wieder unterwegs, immer wieder in den Medien, habe ich gesehen. Ja, ich schätze es sehr, dass es so gut läuft. Und dass ich meiner Leidenschaft folgen kann und das machen, was mir Spass macht. Und Leute mit dem begeistern, was ich mache. Schon. Und kochen und essen ist etwas Schönes. Das ist doch. Also, macht jeder gerne. Das machen ganz viele gerne essen. Ja. Das ist doch. Super, und in der zweiten Edition vom Buch gibt es dann nachher vielleicht ein paar Seiten mehr mit Kastanien. Mit Kastanien, ja, sehen wir. Je nachdem, wie es dann jetzt rauskommt. So. Ja, aber das ist erstaunlich, weil eigentlich bist du noch eine recht junge Frau, die eine unheimliche steile Karriere gemacht hat bis jetzt. Oder? Ja. Ich sage immer, für mich gibt es kein Alter, keine Zahlen. So, das kommt jetzt hin oben. Willst du mir helfen? Ja, komm. Warte. Zeig mir einfach, wo ich noch hin tue. Okay. Ganz direkt im Ofen. Na da? Ja. Maroni. So. Wie lange hast du jetzt kochen? Kochen? Nein, nicht kochen. Du siehst es ja. In der Küche bin ich eigentlich ein bisschen verloren. Nein. Wie bist du jetzt eigentlich die Rezepte denn gekommen? Mit Kastanienkuchen sind wir ja. Also ich muss. Kastanienfestival. So. Aber die Rezepte, wieso hast du so ein Rezept eigentlich erfinden? Also ich habe noch nie ein grosses Rezept mit Kastanien, noch nie ein Rezept mit Kastanien gekocht. Aber darum habe ich es auch cool gefunden, auch mal so ein bisschen die Herausforderung, eben alle Gerichte mit Kastanien machen. Und ja, ich habe jetzt einfach ein bisschen, ich denke halt immer so in Farben und Bilder. Und ich sehe, wie das Gericht schon vor mir. Und weil möglichst viele Geschmackskomponenten in einem Gericht eigentlich verbinden. Und ja, so komme ich auf die Idee, weiss auch nicht. Doch, kreatives Denken. So, und wie läuft es, Kastanienfestival? Gut. Ich muss sagen, haben wir wirklich viele Leute, die kommen, die Aktivitäten besuchen. Es hat viele Leute auch im ganzen Bergell, ja, die ihre Herbstferien da sind. Und das ist natürlich effektiv eine Freude auch für uns. Oder? Weil theoretisch mit der Kastanie kann man eben viel mehr machen, als eben dem Film nur kochen. Ja. Sondern eben, man kann mit dem Kastanienholz arbeiten, man braucht Kastanien sogar in der Medizin, haben wir letzte Woche erfahren. Und es ist wirklich eine Freude zu sehen, dass die Leute das auch schätzen und die Leute, die heute besuchen können. Ja. Für was ist denn Kastanie noch so gut? In der Medizin, meinst du jetzt? Ja. Also besonders bei Nieren sind das eigentlich ein Wundermittel. Okay. Etwa 6-7 Kastanien am Tag und dann hat man dann keine Nierensorgen mehr. Fast. Schon ausprobiert? Jetzt fängst du jetzt an? Ja, mal, jetzt wäre ein Kastanienfestival sicher. Das ist halt ein Muss.
Ja. Jetzt wollen wir probieren, das ganze Jahr das zu machen. Das wird eine Herausforderung. Und von wo kommen so die meisten Besucher? Auch von Italien? Oder? Ja, die meisten sind schon Schweizer, die zu uns kommen. Jawohl. Das sind. Es hat natürlich immer die von Italien kommen. Das ja. sind natürlich Gäste, die für einen Tag oder so kommen. Und Schweizer, die kommen dann für mehrere, ja. für mehrere Nächte nachher. Und was war bis jetzt das Highlight gewesen? Wir hatten mehrere Highlights eigentlich. Sicher das, was ich gerade vorher erwähnt habe, mit der Kastanie der Medizin. Ja. Das Kastanienfest, eigentlich, wo dort eigentlich die Kastanienbauer eigentlich die ganze Bevölkerung eingeladen haben, zum Thema Festen, zusammen mit den Kastanien, mit Kastanienspezialitäten. Ja. Da kommen alle zusammen, wirklich Einheimische wie auch Gäste. Und das ist immer spannend, wenn man sieht, wie die Einheimischen mit Gästen in Kontakt treten und mit Freude wirklich das Vergelt vorstellen. Oder? Das ist jedes Mal wirklich schön. Ja, das cool. Wie viele Mal gibt es Kastanienfest? Das ist jetzt schon das zwölfte Mal, wo das stattfindet. Zwölfte Mal schon? Ja. Okay. Das Ganze hat eigentlich schon viel früher angefangen. Das erste Mal, weil vorher hat noch dazu mal die Gemeinde Castasegna ein Projekt gestartet, um den Kastanienwald neu aufzuleben. Okay. Weil der Unterhalt von diesen Wäldern, von den Kastanienhainen, die ist noch relativ intensiv und mühsam. Ja. Und dann wollte man wirklich die Kastanienbäume wieder instand setzen. Ja. Dann hat man dort das Projekt gestartet, die Gemeinde hat das gestartet. Und eben, nach ein paar Jahren sind die Kastanienbäume wieder eigentlich schön gewesen, wieder schön gepflegt. Und dann anhand von dem haben wir natürlich die ganze touristische Vermarktung mit dem Kastanienfestival angefangen. Okay, spannend. Ja, das ist ein spannendes Projekt. Ja, und es ist jetzt auch in Zürich, also ich wohne jetzt in Zürich. Es gibt jetzt wieder überall Maroni und es ist schon etwas Gutes. Ja, das ist ja so. Also wenn es um Essen geht, dann interessiert das praktisch alle. Ja. Super, Nanja, dann danke schon jetzt und bis später. Ja, bis später. Wir freuen uns. Bringst du ein bisschen Hunger mit? Sicher, das auf jeden Fall. Tschüss, bis später. Tschüss, merci. Il Festa della Castagna, comunque, dopo la serata, continua fino al 23 ottobre con diverse attività legate chiaramente alla castagna e alla bregaglia, perciò vedete di non mancare. Se cercate le informazioni, www.festivaldellacastagna.ch. Vi aspettiamo!